So, moin moin ihr Lieben, wir machen weiter mit Runde 8 von dem absolut beliebten Format. Ich bewerte dein Team, ich mache auch bis zu 3 Transfers. Gestern habe ich sogar meine eigene Regel gebrochen, hatte glaube ich ein Team, wo ich 6 Transfers gemacht habe. Es wird immer wieder angemerkt, dass ich ja immer dieselben Transfers mache. Macht ja auch absolut Sinn, weil ich von gewissen Spielern überzeugt bin. Ich verrate euch aber so viel, umso länger die Vorbereitungszeit anläuft oder läuft, umso fundierter auch meine Aussagen und es ändern sich Sachen. Ich will nicht ja nach jedem Testspiel alles über den Haufen werfen, aber es gibt natürlich Informationen wichtige, Kombinationsmöglichkeiten wichtige, Transfers wichtige, die immer Einfluss haben, natürlich auch auf meine Entscheidungen. Das heißt, wenn ihr bisher nicht dran gekommen seid mit der Möglichkeit, dass ich dein Team bewerte, macht euch nichts draus, denn die Vorbereitungszeit läuft noch ein bisschen. Bis Sonntag bin ich da und bis Sonntag kann ich auch eure Teams bewerten. Das heißt, nach wie vor das gleiche System. Ihr postet euer Team unter dieses Video. Ihr braucht nicht schreiben, Nico, könntest du es bitte bewerten? Mir ist klar, wenn ihr euer Team drunter schreibt, dass das der Auftrag ist, weil ich kann das Team nicht einfach so bewerten. Ich komme noch nicht mal mehr hinterher, alle Kommentare zu lesen, geschweige denn alle Kommentare zu beantworten, geschweige denn alle Teams, die gerne bewertet und analysiert werden sollen, von mir auch zu analysieren. Ihr habt 2 Möglichkeiten, dass ich das mache. Möglichkeit Nummer 1 ist, wie gesagt, Team posten und hoffen, dass die meisten Leute es liken. Das ist mich für mich die Möglichkeit zu gucken, welches Team ist für die Crowd, für die meisten von euch am interessantesten. Und dieses Team werde ich mir rauspicken. Alternativ unten in der Videobeschreibung gibt es meine IBAN, gibt es auch meinen PayPal-Link. Einfach eine kleine Spende überweisen, in den Betreff rein gerne eure Mailadresse. Dann nehme ich Kontakt auf und dann stehe ich dir auch exklusiv zur Verfügung, um über gewisse Spieler zu diskutieren, um eine genaue Analyse von deinem Team zu machen. Das sind die 2 Möglichkeiten, die wir haben. Ganz kurz auch nochmal der Hinweis raus. Hier im Hintergrund seht ihr unser Top-11-Spiel. Das ist wirklich die perfekte Ergänzung zum Kicker-Manager. Der ist nämlich klinisch tot beim ersten Spieltag, wenn der Transfermarkt zu ist. In der Winterpause geht es nochmal kurz auf. Wir haben auch einen Deadline-Day-Wechsel, aber eigentlich passiert da nicht mehr viel. Das Top-11-Spiel ist genau dafür gemacht. Jeden Spieltag kannst du aufs Neue aus allen Spielern in dieser Bundesliga auswählen. Das heißt, wenn du einen Spieltag verkackt hast, nicht schlimm. Am nächsten Spieltag kannst du den Sieg auf jeden Fall wiederholen. Einziges Handicap ist, es müssen 11 verschiedene Spieler aus 11 verschiedenen Vereinen sein. Das heißt, du kannst nicht einfach nur FC Bayern München, Bayern 04 Leverkusen oder RB Leipzig aufstellen. Und was natürlich richtig, richtig heiß ist, wir haben jetzt ein Ligensystem entwickelt. 18er Ligen, eine erste, 2 zweite, 4 dritte Ligen und immer so weiter im System. 18 Mannschaften, du spielst gegen alle einmal. In einer Hinrunde sind dann 17 Spiele erledigt, dann ist die Saison auch schon vorbei. Dann geht es um Auf-, aber auch um Abstieg. Das heißt, wenn du jetzt noch einsteigst bei uns in der 5. Liga, und das würdest du derzeit machen, wir sind knapp 500 Teilnehmer, dann hättest du die Möglichkeit, innerhalb von 4 Halbserien, das heißt Ende nächster Saison, schon in die 1. Liga aufgestiegen zu sein. Guckt es euch an, www.manager-united.de. Und jetzt schauen wir uns das Team von Daniel Albano mit 19 Likes an. Sehr, 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 sehr geiles Team, kann ich schon mal vorweg sagen. An bei vielen Spielern gehe ich 100% mit. Ich gebe aber nochmal so meine allgemeine Stimmung dazu ab. Im Tor die Timon Weiner Kiel-Fraktion finde ich super. Ist die günstigste Fraktion, solange man nicht irgendwas Verrücktes macht. Was Verrücktes wäre zum Beispiel über Dreves zu gehen von Bochum, den finde ich sehr interessant. Ich finde auch Augsburg mit Laporovic sehr interessant, aber sie sind beide einen Ticken zu teuer, weil die Ersatztorhüter da sehr, sehr teuer sind. Bei Bochum wirklich nochmal Timo Horn, 2,4 Millionen, das ist einfach nur unfassbar. So, wir schauen uns deine Abwehr an. Lukeba bei RB Leipzig, für mich in dem Preissegment der interessanteste Leipziger, sehr, sehr guter Pick. Vielleicht nicht 34 Spieltage, aber ich denke, einen Großteil der Spieltage wird er absolvieren. Und da ist er für 2,8 Millionen natürlich sehr, sehr interessant. Aus dem 2 Millionen Euro Segment finde ich Niklas Stark mit am interessantesten. Tom Rothe finde ich da noch sehr, sehr interessant. Cassie finde ich sehr interessant, aber mit Niklas Stark machst du nichts falsch. Sascha Boy, hier genau hinschauen. Bisher spielt er Stamm in den Testspielen als Rechtsverteidiger bei Joshua Kimmich, wenn er bei den Bayern bleibt, wohl im Mittelfeld gesetzt ist. Sein soll, neben Palinja, also Sascha Boy, rechts gesetzt, solange aber nur Stanisic in der Innenverteidigung gebraucht wird. Hier gibt es aber noch einen Upamecano, hier gibt es einen Kim, hier wird es einen Jonathan Tah geben, daher von dem gehe ich mal nicht aus, dass er vor Stanisic sitzt.
Aber Stanisic könnte sich in der Innenverteidigung nicht durchsetzen. Das heißt, er würde dann mit Sascha Boy gemeinsam um die Rechtsverteidigerposition gambeln. 50-50-Geschichte, aber das gut im Blick haben. Timo Becker von Kiel finde ich sehr, sehr interessant. Sehr torgefährlicher Abwehrspieler der Kieler. Gefällt mir gut. Und dann finde ich sehr, sehr gut gelöst, die drei Freiburger Talente in der Abwehr zu nehmen. Rosenfelder als erster Ersatz von Matze Ginter. Wenn es Julian Schuster ihm wirklich zutraut, dann könnten Anfang der Saison da tatsächlich auch Spiele und Punkte warten. Berker Yilmaz als Ersatzspieler auf der rechten Verteidigerposition. Hier haben wir noch Sidia. Er spielt aber gerade in Frankreich relativ groß auf. Er könnte verkauft werden an Marseille. Wenn das so kommen würde, dann wäre Kübler hier alleine. Es könnte sein, dass noch ein Transfer kommt, aber bei Freiburg ist es normalerweise so, dass Transfers selten direkt in einem Stammplatz enden. Das heißt, hier könnte Kübler, aber auch Yilmaz in die Saison starten. Und Yilmaz wäre auch Ersatzspieler auf der linken Seite für Christian Günther, der nach wie vor nicht ganz einfach in die Saison reinkommt. Hier gibt es noch einen Makengo, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Yilmaz an einem Makengo vorbeizieht. Ogbus ist so die polyvalente Rolle in der Defensive der Freiburger. Ihn noch mit reinzunehmen, macht Sinn. Wenn nur zwei, dann würde ich auf jeden Fall mit Rosenfelder und mit Yilmaz gehen. Also Defensive perfekt, Torhüter perfekt. Gehen wir ins Mittelfeld, da haben wir mit Christoph Baumgartner einen sehr interessanten Spieler auf jeden Fall. Ich frage mich aber so ein bisschen, was will Leipzig auf der durch Dani Olmo freigewordenen Position im rechten Mittelfeld? Hier gibt es wahnsinnig viele, wahnsinnig interessante Spieler. Und ob sich ausgerechnet Christoph Baumgartner durchsetzt, muss die Vorbereitung zeigen, von dem her diese sehr, 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 sehr gut beobachten. Wenn dem so sein sollte, ist Baumgartner für 3 Millionen interessant. Wenn nicht, gibt es interessantere Spieler. Jamal Musiala für 7 Millionen, für mich ein No-Brainer, auf jeden Fall kaufen, wenn man so viel Geld bereit ist auszugeben. Ich glaube, ein Flo Wirtz kostet nochmal 1,5 Millionen mehr. Ein Xavi gibt es für 500.000 weniger. Ich wäre an der Stelle dann auch bei Jamal Musiala. Alex Garcia, relativiere ich so ein bisschen. Ich will jetzt nicht alles an den sehr, sehr schlechten Testspiel der Leverkusener gegen Arsenal London am vergangenen Mittwoch ausmachen oder festmachen. Aber Garcia und Xhaka könnte eine Schwierigkeit werden im Zusammenspiel, weil Garcia und Xhaka sich eher ähnlich sind. Andrich und Palacios sind sich eher ähnlich. Das heißt, es könnte auch sein, dass es eben diese Kombination gibt und dann Garcia direkt mit Xhaka in Konkurrenz stehen würde. Da wird er Spielzeit bekommen, aber lange nicht so viel, wie wenn Garcia und Granit Xhaka auch zusammen funktionieren. Sollten die zusammen funktionieren, Palacios verletzt, Andrich vielleicht auch einer, der in der Innenverteidigung aushelfen kann, dann bleibt man auf jeden Fall dabei. Das würde ich mir aber nochmal ganz genau anschauen. Ich brauche ein Testspiel, ein gutes Testspiel der Leverkusener, wo die beiden auf der Doppel-6 spielen. Dann muss ich auch sehen, wie sich Garcia verhält im Vergleich zu Granit Xhaka, um dann wieder wirklich auch zuschlagen zu können. Ansonsten wäre er aktuell für mich eventuell ein Verkaufskandidat. Merlin Röhl, 100% gesetzt. Also wäre bei mir gesetzt, beim Sportclub ist das noch nicht zu 100%. Ich denke aber, er wird seine Breakthrough-Season haben dieses Jahr für 2,5. Sehr interessant. Leonardo Scienza, sehr spektakulärer Spieler. Paul Wanner für 200.000 mehr kann man auch nehmen. Ich finde Scienza aber stark. Brügger, Opitz sind die 0,5er, die man sich auf jeden Fall reinholen sollte. Und dann schauen wir uns den Sturm an. Da habe ich auch ein paar Fragezeichen. Ikitike, sehr, sehr gut. Hier gibt es aber noch einen Matanovic bei den Frankfurtern, der auch eine starke Vorbereitung spielt. Ich glaube, dass Hugo Etikete die Nase vorne hat, aber bei Matanovic, ja, weiß man es nicht genau. Trotzdem finde ich, kann man da bleiben. Man könnte sich auch sonst überlegen, einen gleichwertigen, preislich gleichwertigen Omar Marmoush reinzuholen. Er ist der etwas spielaktivere Spieler. Etikete ist ein bisschen torgefährlicher. Aber Marmoush spielt eine überragende Vorbereitung auch. Sollte er nicht wechseln, wäre es für mich auch eine Überlegung. Bino Gittens, ja, auch er wird irgendwann seine Durchbruchssaison haben. Man denkt immer wieder, sie ist jetzt endlich da. Man denkt auch dieses Jahr wieder, die Vorbereitung ist soweit ganz gut. Ich würde aber aufpassen, also wenn Maxi Bayer wirklich noch kommt, wir haben Serhou Guirassy, wir haben insgesamt eine sehr, sehr breite Offensive bei den Dortmundern. Adeyemi, der sich jetzt hier durchsetzen will. Wir haben Moukoko, der auch noch ein gutes Testspiel gemacht hat. Aktuell sind auch alles Dortmunder Spieler, auch wenn es da immer wieder Wechselgerüchte gibt. Das auf dem Schirm haben und gegebenenfalls ein Bino Gittens dann doch nicht kaufen, weil ich nicht unbedingt
34 Spieltage bei ihm sehe. Vielleicht sehe ich auch nicht mal die Hälfte aller Spieltage. Und er hat immer wieder schwächere Spiele mit dabei gehabt. Da fehlt mir noch die Stabilität. Aber natürlich, deswegen ist er auch günstig. Und vielleicht kommt diese Stabilität dieses Jahr zum ersten Mal rein. Dann wäre natürlich maximal spannend. Terrier sehe ich ähnlich wie Garcia. Er musste jetzt so ein bisschen den Neuner spielen, weil hier Schick ausgefallen ist, weil Boniface nicht am Start war. Wirtz, Adli, Terrier so ein bisschen aufgestellt gegen Arsenal. Das sah wirklich katastrophal schlecht aus. Insgesamt das Leverkusener Spiel. Terrier konnte sich hier auch nicht irgendwie positiver zeigen als die anderen. Das bleibt sehr, sehr spannend. Wir haben auf der rechten Schiene immer von mir Teller gepusht, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass Frimpong eigentlich geht. Aber auch er ist noch da. Das heißt, kann auch sein, hier steht Frimpong, dann spielt er keinen Teller. Dann haben wir hier Wirtz, dann haben wir hier vielleicht Adli, dann haben wir da Boniface. Das sehr, sehr genau anschauen. Terrier kann man machen, ist aber natürlich ein gewisses Risiko. Duroville, jedes Jahr kurz vorm Durchbruch, dieses Jahr wieder mit einer starken Vorbereitung, dann natürlich immer dauerverletzt während der Saison. Die 1 Million kann man sich sparen oder man hat ihn endlich am Start, wenn er sich durchsetzt. Es könnte dieses Jahr der Fall sein. Und Preu ist der perfekte 0-5er im Sturm, den ich mir auf jeden Fall holen würde. So viel allgemein meine Analyse. Wir schauen ganz kurz, was würde ich tatsächlich ändern? Und derzeit würde ich an tatsächlichen Änderungen auf jeden Fall Garcia verkaufen, weil ich finde, dass du hier Geld sparen kannst und gleichwertig, und ich glaube wirklich gleichwertig, einen Haidara bringen könntest. 400.000 gespart. Wenn Garcia doch nicht Stammspieler ist, wird Haidara mehr Punkte holen. Wenn Garcia Stammspieler ist, gleichwertig, vielleicht Garcia ein paar Punkte mehr. Aber 400.000 ist auch einiges an Geld. Den Wechsel würde ich auf jeden Fall vornehmen. Dann kann man sich bei Baumgartner auch überlegen. Ich finde De Witt zum Beispiel sehr, sehr spannend. Sollte sich Baumgartner nicht durchsetzen, könnte man auch hier nochmal 800.000 Euro sparen und auf einen De Witt zum Beispiel gehen. Ich bleibe jetzt aber erstmal dabei. Das ist aber noch eine Sache. Auch ein Lewis Holtby finde ich alles andere als uninteressant für 1,8 bei den Kieler Störchen. Im Sturmzentrum, wie gesagt, Ekitike könnte man tauschen gegen Omar Marmoush. Man könnte Bino Gittens tauschen und das würde ich auch tatsächlich machen. Hier finde ich tatsächlich, gibt es bei den Augsburgern einen Stammspieler, der auf jeden Fall gesetzt ist mit Samuel Essend. 15 Tore bei einem Absteiger aus Portugal, aus erster Liga gemacht. Hier natürlich ein bisschen die Vorbereitung angucken, aber ich habe das Gefühl, in Augsburg geht was, Leute. Ein sehr, sehr mental starkes Team wird da gerade auf die Beine gestellt. Ich traue den Augsburgern Rang 8, Rang 9 Ende der Saison zu. Ich hätte gerne Samuel Essend dann wahrscheinlich im Team, eventuell lieber sogar als ein Duranville. Und bei Terrier habe ich ja gesagt, hier so ein bisschen gucken, möglicherweise ist ein Teller interessant, weil Frimpong gegangen ist, möglicherweise wird es aber auch ein Adli, der sich durchsetzt von den beiden, das würde ich so ein bisschen gucken, ich mache jetzt mal Amin Adli rein, aber hier wie gesagt ein bisschen schauen, wer sich nachher durchsetzt, aber so hättest du nochmal 1,8 Millionen, um entweder andere Spieler abzugraden. Das heißt, mit 1,8 Millionen kannst du auch aus einem Essend, nee, gerade nicht, einen Kleindienst machen. Da musst du am Baumgartner nochmal rumschrauben. Aber es gibt dir auf jeden Fall mehr Spielraum. Oder du gehst mit richtig Cash in the Tash in den Deadline Day, was ich auch sehr, sehr nice fände, muss ich sagen. Aber das wären so meine Veränderungen bzw. meine Überlegungen, die ich an die letzten Tage der Vorbereitung, jetzt stehen wir wieder vor dem Wochenende, letzte Testspiele sind jetzt da, Saisoneröffnungsfeiern sind jetzt da. Es werden die ersten Startaufstellungen zu sehen sein. Nächstes Wochenende dann der DFB-Pokal. Das wären so die Überlegungen, die ich nochmal mitnehmen würde. So viel von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr selber eine Analyse wollt, entweder in die Videobeschreibung schreiben und hoffen, dass euer Beitrag der meistgelikte ist oder wie gesagt eine kleine Spende via IBAN, via PayPal an mich. Mailadresse rein, ich nehme Kontakt zu dir auf und berate dich dann ganz persönlich. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine richtig schöne Vorbereitungszeit und alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.